So, Mami, zeig mal, wie gut du Longboard fahren kannst. Ein Naturtalent. Gut gemacht. Du musst aufpassen, dass es nicht in die Hacken fährt, ne? Ja, komm, wieso? Ich konnte schon ein Stück fahren. Du musst auch ein bisschen lenken. Wie denn? Mit dem Lenkrad. Ja, genau, so fährst du nach rechts. Hilfe! Oh. Gut gemacht! Soll ich auch mal einmal kurz du fahren? Kannst, ja, soll ich auch einmal kurz fahren nur? Soll ich was sagen? Ja, nach dir. Okay. Okay. Ja. So, dann fahren wir los. Mama, Mama, du kannst ja, das nicht! Ich bin hier festgehakt. Wollt ihr hier fahren? Ja, das ist gut. Wieso nicht? Nee, ich glaube, da vorne ist besser. Das besser. Wo? Da besser. Aber da geht es ein bisschen bergab. Also normalerweise muss er ganz nach oben. Oder ihr fahrt auf den Weg hier. Ist schnell da! Hier ist es so huppelig. Genau, hier ist ein bisschen huppelig. Das ist auch so gut wie dein. Du hast ja ein anderes, ne? Wir sind länger nicht gefahren. Aber geht gut. Aber woanders kann ich nicht gut fahren, weil hier alles besser ist. Und ordentlich Anschwung geben. Genau, gut. Deine erste Longboard-Tour. Ja. Und ab und zu mal Anschwung, genau. Das sieht doch schon richtig gut aus. Weil es ein bisschen bergab ging. Hier muss er ja immer nur fahren, fahren. Ich finde, das hat er gut gemacht. Ja, hat er gut gemacht. Finde ich auch. Und jetzt bin ich dran. Willst du fahren? Soll ich die Kamera nehmen? Mal sehen, ob ich das kann. Ja, dann mal los. Wie lange ich brauche, bis ich an der Erde liege. Oh. 10 Sekunden. Bist du jetzt dran? Ich möchte mal sehen, ob du das Longboard drückt vorher durch. Au! Hey. Willst du mal kurz? Hier. Verletzter. Papa, dir wehgetan. Verletzter. Alles dran. Longboard ist zu lang, ne? Wow! Super! Das machst du auch klasse! Und lenken kannst du auch sogar! Muss ich jetzt hinterherlaufen? Oh oh! Papa ist schon zu weit weg. Papa! Zwei streiten sich um das Longboard. Papa! Oh, hat Papa dir das Longboard weggenommen? Also, ich finde das fährt gut. Ja, ne? Finde ich auch. Ja. Für einen Anfänger wie mich. Ja. Ein Anfänger? Ja, genau. Außer in der Küche einmal. Und jetzt ist Mama nochmal dran. Du sollst fahren und nicht fallen. Kannst du überhaupt drauf stehen? Komm ich lieber, Und? Fachmännische Meinung? Fehlt nicht mehr viel zum Meister, ne? Hast du gerade bei den Treppenstufen gesehen? Also wen hast du da gesehen? Mama und Max. Also müssen die auch da rein. Die sind weg. Sind sie nicht. So. Ich will keine erschrecken, die sind schon weg hier. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Das sind die richtigen. Falls du mich erschrecken willst, nehme ich nur das Longboard kaputt. Da ist keiner. Da ist jemand. Habe ich doch gesagt, dass hier keiner ist. Hier sind auch die Ecken. Was denn? Hier ist keiner, hier versteckt sich keiner. Hallo, Mel. Es ist niemand da. So, hier kann man auch gut fahren, ne? Keiner hier. Wo
Ich weiß nicht. Obwohl, ich weiß es doch. Nein, ach, die sind da nicht so weit weggelaufen. Was denkst du denn? Ja, also Max und Mama, die haben sich versteckt. Das Max da unten. Und Mama hat sich hier irgendwo im Container versteckt. Mal sehen, ob ich die noch sehe. Oder ob die schon wieder rausgekommen ist. Und? Da ist sie. Und wo ist Ash jetzt? Da oben. Da ist er. Ash? Max und Mama. Was bist du denn überall? Ich war da beim Schlüssel, ich war da. Ich war dann ganz hinten, ich war da hinter der Mauer. Also ich saß und, da unten. Und die haben sich irgendwo anders versteckt, ne? Ja, hast du es nicht gefunden? Ich war hinterm grünen Kasten, fast in der Hundekacke. Oh Mann! Ja, und du? Ich war da, ich bin im Container. Ich saß in einem Stromkasten, ne? Roch das so auf einmal. Und was wollen wir jetzt machen? Wir müssen noch einmal zum Bauhaus fahren. Stimmt. Ich möchte hier lang fahren. Ja, dann fahr ich hier noch ein bisschen hin und her. Mit dem Reifen, Flex. Genau, wir brauchen auch für dich noch einen neuen Reifen. Sonst kannst du nicht zur Schule fahren. Also wir lassen noch mal Ash ein bisschen fahren. Ja. Und dann fahren wir gleich weiter, ne? Ja. Ash möchte jetzt hier mal den Berg runterfahren. Ja. Steigung ist gar nicht so doll, aber man kann das an den Treppen hier sehen. Es geht bergab. So, wir machen das zu zweit. Und wir sind eigentlich der Meinung. Oh, Mama und Ash. Mama ist der Bremser. Und der Schreier wahrscheinlich. Okay, werde ich meine Beine hinstellen. Hier los, wir bremsen Steine, falls ich mich nämlich überraschen. Oh, nee, brauch nicht bremsen. Lass mal fahren, aber der Fahrradfahrer muss da hinten sein. Nee, lass, wir sind da nicht so schnell. Oh, kann ich nicht bremsen? Musst du nicht, ich kann auch noch bremsen. Juhu! Und ich dachte, Mama bremst. Ash bremst. Wieso? Oh Mann, jetzt kommen die Experimente hier. In der Hocke wollte Mama fahren. Ja. Das Schwergewicht, ne? Oh, wie viel Gewicht hast du denn? Man ist nur am Pulli aus und anziehen, ne? Ja. Sonne kommt raus, Pulli aus. Aber wir wollen mal nicht meckern. Schönes Sonne. Wetter heute. Das ist heute erst Oktober. Dafür, dass es nochmal, mit ist doch echt schön. Ist doch echt schön hier, oder? Ja, dafür, dass heute 1. Oktober ist. Das habe ich gerade gesagt, das wiederholst du. Als die Kamera aus war, hat er das gerade gesagt. Ach komm, hab ich heul nicht rum. Komm. So, Ash, wir wollen mal weiter, ja, komm. Abflug. Wir müssen noch ein bisschen was bei Bauhaus kaufen. Hier kommt die letzte Tour. Ja, bis zum Auto jetzt, ne? Die erste Tour. Kannst du eigentlich auch damit lenken? Ja, guck. Hey, ja, genau. Oh. Ja, super, sehr gut. Also, das machen wir noch 2-3 Mal und dann kannst du das richtig gut.